Hertha BSC vs Bayer Leverkusen Bundesliga 26. November 2011 seltsam kennt sie mein Tipp, Sieg für Hertha. Das Duell der Mannschaften aus der Tabellenmitte bringt doch das gewisse Etwas mit sich. Beide Teams spielen ziemlich gut in letzter Zeit und haben jeweils nur eine Niederlage in den letzten 5 Spielen. Bei dem Gastgeber sind das alles Meisterschaftsspiele gewesen und die einzige Niederlage ist auf eigenem Terrain passiert, während Bayer auch in der Champions League mitmacht und genau dort haben sie auch die letzte Niederlage kassiert, aber zu Gast. Besonders interessant ist die Tradition der direkten Duelle, da die letzten 2 Duelle unentschieden geendet haben und eine Saison davor hat beide Male Hertha gesiegt, obwohl Bayer insgesamt gesehen besser ist. Die Apotheker haben Hertha das letzte Mal in Berlin besiegt, aber im Jahr 2007. Beginn: 26. November 2011, 15.30 Uhr. Hertha ist in dieser Saison durchschnittlich oder besser gesagt mittelmäßig. Mit dieser Leistung haben sie auch ihr Ziel erreicht und das ist die goldene Mitte in der Tabelle. Sie haben die gleiche Anzahl von Siegen und Niederlagen, viele Remis, sogar 5 und demnach sind sie auch Rekordhalter zusammen mit Augsburg. Sie haben genau die gleiche Anzahl von Siegen und Niederlagen zu Hause und zu Gast. Ihre Tordifferenz ist nur mit einem Tor im Minusbereich. Man kann sagen, dass Hertha die seltsamsten Ergebnisse in dieser Saison hat. Es fängt mit der Niederlage zu Hause gegen Nürnberg an, dann ein Remis gegen Augsburg und Mainz und dann ein Sieg zu Gast gegen Borussia in Dortmund, der einzigen Niederlage des aktuellen Meisters auf eigenem Terrain. Es sind überzeugende Siege darunter gewesen, aber auch Niederlagen und ein paar Wendungen, sowie sehr dramatische Endspiele, darunter auch das Spiel der letzten Runde. Davor werden wir erwähnen, dass sie vor 2 Runden in Berlin gegen Borussia Gladbach geführt, aber verloren haben. Letzten Samstag haben sie gegen Freiburg bis zur 5. Minute der richterlichen Nachspielzeit mit 2:0 geführt und dann ein Gegentor kassiert. Also mussten sie sich mit einem Remis zufriedenstellen. Sie können offensichtlich in ein paar Tagen ganz unterschiedliche Spiele spielen. Sie haben das, womit keiner in der Bundesliga angeben kann, und zwar sind alle Spieler gesund und keiner ist bestraft, was bedeutet, dass sie absolut vollständig sind. Voraussichtliche Aufstellung: Hertha, Kraft, Lell, Hubnik, Mijatovic, Kobiasvili, Jottl, Niemeyer, Bebert, Raphael, Ramos, Lasogga B365. 100% bis 100 € exklusiv Bonus. Preisgekrönter Buchmacher. Auch die Mannschaft von Bayer brilliert nicht und hat viele Oszillationen, aber in letzter Zeit ist das doch eine Mannschaft, mit der man sich nicht so gerne treffen würde. Auch sie haben viele Wendungen, wobei bei denen das positive Ergebnis überragt. In den letzten 10 Spielen wurden sie nur 2-mal besiegt, jeweils einmal in der Meisterschaft und in der Champions League und einmal zu Hause, sowie zu Gast. Das haben Schalke und Valencia geschafft, aber beide diese Niederlagen haben sie schon sehr gut kompensiert. Besonders in der Champions League, wo sie sich in das Achtelfinale platziert haben und zwar im großen Stil. Am Mittwoch haben sie zu Hause Chelsea mit 2:1 besiegt und zwar nachdem sie im Rückstand gewesen sind. Das Siegestor haben sie in den letzten Momenten verbucht. Wichtig ist zu erwähnen, dass sie auch gegen Valencia zu Hause mit einem Tor in Rückstand gewesen sind, aber das Ergebnis ist am Ende wieder 2:1 für Bayer gewesen. Mit dem Heimsieg gegen Genk reicht das aus und sie können sogar Erster sein, wenn sie die Belgier in der letzten Runde besiegen. Was die Meisterschaft betrifft, spielen sie besser zu Gast und nicht nur das, sie sind zusammen mit Bayern die besten Gäste der Liga und sind eine der 3 Mannschaften, die eine positive Tordifferenz zu Gast haben. Sie haben bei den letzten 2 Gastspielen gewonnen und bei den letzten 3 sind sie unbesiegt. Zu Hause haben sie keinen Sieg in den letzten 2 Matches, natürlich nur in der Meisterschaft. Bei den letzten 2 Gastspielen, bei Freiburg und Klautern, haben sie sogar kein Gegentor kassiert und in dem letzten Heimspiel gegen HSV haben sie mit 2:0 geführt. Ein paar Einzelspieler wie Torwart Leno, rechter Außenspieler Friedrich und Mittelfeldspieler Sam und Ballack sind in sehr guter Form.
All diese schlechten Ergebnisse passieren, weil sie ziemlich geschwächt sind, dadurch, dass mehrere Spieler verletzt sind. In diesem Spiel wird ganz sicher die gleiche Mannschaft, die auch Chelsea besiegt hat, rauslaufen, verstärkt nur durch Schulle. Voraussichtliche Aufstellung: Leverkusen, Leno, Castro, M. Friedrich, Toprak, Kartlek, Erbender, Rolfes, Sam, Ballack, Schürrle, Giesling. Vorherzusagen, wie Hertha spielen könnte, ist sehr undankbar und das haben wir schon erklärt. Aber wir sind der Meinung, dass hier vieles davon abhängen wird, wie Bayer spielen wird. Der Sieg gegen Chelsea hat ihnen natürlich ein großes Motiv geliefert und obwohl sie sicher müde sind, denken wir, dass sie in Berlin wenigstens nicht verlieren werden.